Und jetzt auch für die YouTube-Zuseher. Willkommen zurück bei Digimon World 2003. So, Ladevorgang. Dauert wieder eine halbe Stunde. Na gut, ist es übertrieben, aber... dauert schon ewig lange. Hab schon fast 10 Stunden gespielt. Na dann. Call of Duty hätte ich da schon 10-mal durchgespielt. So. Zum Glück habe ich mir vorher noch mein letztes Video angesehen, weil sonst hätte ich jetzt nicht gewusst, wo ich lang muss. Das ist doch schon wenig her. Ich glaube, ich sollte Agumon selbst trainieren. Aber warum gehe ich? Status? Kann man da das? Nee, muss ich auch sortieren. Ja, komm. Cronemon aus. Sortieren. Weil Agumon ist dann doch nur Level 13. Muss auch mal aufsteigen. So, wir müssen ja jetzt in den, wie heißt der jetzt? Protokollwald, also Protokollruinen, besser gesagt. Dort müssen wir zu Baronmon. Weiß ich gar nicht. Baronmon. Und der macht uns ein TNT-Chip. Ey, Moment. Willst du mit mir Karten kämpfen? Was? Du willst mit mir kämpfen? Sorry, gegen Kleiner ist unfair. Ach, so ist das. Nee, probier nicht Pepper Breath, sondern normaler Kampf. Flymon ist dann halt doch ein bisschen stärker. Aber mal schauen, wie gut das wir uns schlagen. Uiye, uiye. Sollten wir vielleicht digitieren. Naja, so viel Schaden macht Flymon dann auch nicht. Aber trotzdem. Da sehen wir schon. Agumon hat nur 176 Stärke und ein Cronemon 206. Ist dann doch ein bisschen ein Unterschied. So. Dann sollte es auch mir aushalten. Vielleicht auch nicht. Jetzt greift es doppelt an. Halleluja. So, aber jetzt, wenn es nicht abfährt. Cronemon Level 12. Ist halt, also Agumon ist eigentlich so gesehen mit Abstand der stärkste. Seine beiden Digitationen, Greymon mit 25 am höchsten und die zweite auch mit 12 am höchsten.
Nur seine Rookie-Form ist halt 13 niedrig. Sollte ich vielleicht doch ein anderes nehmen. Ist ein bisschen blöd hier, dass man beim Sortieren extra ins Pausenmenü geht. Aber sowas. Machen wir Arena One. So. Na dann. Werde ich aber dann noch vorher im Forest in nächtigen. Lady Silke. Vielen Dank, dass du hier vorbeischaust. So. Wer kommt diesmal? Kovagamon. Das ist kein Problem. Ich glaube, ich bin eh One-Hit, oder? Jupp. Sollte ich aber vielleicht das andere Digimon, also seine Digitation leveln und nicht Trainermon selbst. Stingmon. So. Gut. Das ist das Forestin. Natürlich kommt noch vorher ein Kampf. So, Techniken hat es ja keine. Ne. Dann der normale Kampf. So. Übernachten. Bam bam ba 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 bam bam ba 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 ba. Schauen wir mal. Oh, da ist irgendwo in der Nähe Cartmon. Das ist ein Überraschungsangriff, sonst wären wir Stingmon. Da kommt ein Diamantensturm. Hey Damon Guy! Danke, dass du wieder vorbeischaust. Oh! Er hat die Attacke überlebt. Na gut. Seid ihr dann nicht mehr. Wie geht's, Damien? So, Kampf gewonnen. Bam. Sind jetzt direkt zu den Ruinen. Oder vielleicht noch vorher gegen Cartmon. Das war ja da irgendwo. Komm schon. Ja, hier nicht mehr. Das muss dann hier im Osten sein. Gut. Schön zu hören. So, dann muss es doch hier sein. Irgendwo. Da. Wenn es überhaupt Cartmon ist. Ne, ist ein Woodmon. Selbst? Ja. Geht, würde ich sagen. So, Kampf. Ey, die halten jetzt aber auch schon was aus. Oder vielleicht ist noch Stingmon ein bisschen zu schwach mit Level 7. So, aber jetzt zu den Ruinen.
Okay, und jetzt wieder durch dieses Labyrinth. Wenn ich nur mit Try and Error da durchkomme. Habe ich gegen das schon mal gekämpft? Weiß ich jetzt gar nicht. Ist ziemlich stark. Fluchtversuch. Okay. Würde wahrscheinlich viel Geld oder so bringen. Wenn ich es besiegen würde. So. Zum Glück sehe ich ja meine Kugel oder was das auch ist. Damit ich weiß, wo ich genau bin. So, hier irgendwo. Genau, da. So. Endlich raus. Baronon ist ja hier irgendwo. Da die Leiter hinauf. So, jetzt gib mir den TNT-Chip. Schnipp, schnipp, tada. Ein perfekter Baronon TNT-Chip. Viel Glück. Okay. Sehr schön. Jetzt können wir wieder zurück in den Ostsektor. Da ist auch schon Baronmon als Gegner diesmal. Das ist ziemlich heftig. Beim letzten Mal habe ich nur knapp gewonnen. Ich glaube, ich muss da eine Digitation vollziehen. Naja. Sonst wird er zu heftig. Die Animation dauert halt schon extrem lange. Für eine Attacke ist das schon extrem. Aber zumindest haut die rein. Bam. Erledigt. Stingmon ist Level 8. Exvemon ist Level 7. Ich denke mir immer, dass man hier irgendwo runterspringen kann. Ich hatte mal in Erinnerung, dass man bei irgendeiner Ruine runterspringen konnte. War wahrscheinlich dann eine andere. Vielleicht mache ich ja auch die Digitation. Mal sollte es das erledigen. So, gucken wir mal. Jupp. So. Raus aus dem Drahtwald. Jetzt Richtung Osten. Machen wir noch Halt in der Serious City. Damit wir zumindest ein wenig rasten können.